Fragst du dich manchmal, warum deine Beziehungen auseinandergehen, manche Menschen weniger mit dir zu tun haben möchten oder du dich schwer dabei tust, neue Freunde oder Bekanntschaften zu knüpfen? Dann hast du vermutlich eine Blockade in deinem Herzchakra. Lass uns in diesem Video genauer ansehen, was dieses Chakra ist, was passiert, wenn du diese Blockade löst und vor allem auch, wie du selbst dein Herzchakra wieder öffnen kannst. Viel Spaß! Hi, mein Name ist Andreas Schwarz. Viele Jahre habe ich an diesem Buch hier geschrieben, das Chakra-Geheimnis. Hier habe ich die fernöstlichen Weisheiten in eine westliche psychologische Sprache übersetzt und die Macht beider Welten miteinander vereint. In uns tragen wir 7 Bewusstseinsebenen. Wir haben unseren Körper, unsere Gefühle, unseren Willen, Beziehungen, Sprache, Gedanken und das Spirituelle. Lass uns heute genauer auf die Beziehungsebene, also das Herzchakra, eingehen. Wenn du zur wahren Selbsterfüllung gelangen möchtest, dann ist es wichtig, dass du erfüllende Beziehungen zu deinen Mitmenschen aufbaust. So kannst du dich mit der Welt vernetzen und auch andere Menschen können dich dabei unterstützen, deine Lebensvision zu erreichen. Diese Ebene ermöglicht es, alle individuellen Bewusstseinsformen miteinander in Verbindung zu bringen. So entsteht eine gemeinsame Einheit. Das kollektive Bewusstsein. Im Kern sind wir nämlich alle eins. Die Trennung ist nur eine Illusion des Egos. Die Energieform dieses Chakras ist die bedingungslose Liebe. Welche Menschen haben ein starkes Herzchakra? Das sind die, die ihre Quelle der Liebe erkennen, sich selbst und andere bedingungslos lieben, ihrem Gefühl des Herzens folgen, die ungeschminkte Existenz aller Lebewesen akzeptieren und ihre Liebe ohne Erwartungen oder Bedürftigkeit mit anderen teilen können. Wenn das Herzchakra weit geöffnet ist, kann viel Energie hindurchfließen und wundervolle Beziehungen mit unseren Mitmenschen entstehen lassen oder bestehende Beziehungen können sich dadurch noch verstärken. Dieser Prozess hilft uns auch dabei, dass wir uns von schädlichen Beziehungen trennen. Im Hinduismus wird dieses Chakra Anahata genannt, rotiert in einem hellen Grün und besitzt das Element Luft. Das Herzchakra ist die Brücke zwischen den 3 oberen und den 3 unteren Chakren. Es liegt wie ein Spiegel exakt in der Mitte der 7 Chakren und ermöglicht damit die Verbindung zwischen den körperlichen und den geistigen Ebenen. In diesem Chakra drückt sich die Seele ausgeprägt aus. Viele mystische Theorien besagen, dass sich hier auch der Sitz der Seele befindet. Natürlich hat die Seele Einfluss auf alle Chakren, doch ganz besonders auf diese Ebene. Dieses Chakra stellt in der westlichen Sprache die Beziehungsebene dar und öffnet die Möglichkeit, uns mit anderen Menschen zu vernetzen. Wenn wir gute Beziehungen führen, kommt es zu synergetischen Effekten. So knüpfen wir Kontakte zu Menschen, die uns dabei helfen können, unsere Lebensvision leichter zu erreichen, im Gegenzug aber auch dabei helfen, ihrer Lebensvision näher zu kommen. So können wir gemeinsam mehr erreichen, als uns als Einzelkämpfer möglich wäre. Durch die richtigen Beziehungen ergibt das Resultat mehr als die Summe der einzelnen Teile. Das hilft uns dabei, umzudenken. So denken wir nicht mehr allein an unser eigenes Selbst, sondern sehen uns als Gesamtheit. In den unteren Chakren konnten wir den Grundstein für unser individuelles Bewusstsein legen. Durch die Beziehungsebene verbinden wir unser individuelles Bewusstsein mit dem Kollektiven. Beziehungen sind absolut wichtig für unsere spirituelle Entwicklung. Jeden Tag stehen wir in einer Beziehung zu anderen Mitmenschen. Die Beziehung zu unseren Eltern und zu unserer Familie ermöglichen es uns aufzuwachsen und uns möglichst schnell in der Welt zurechtzufinden. Die Beziehung zu unseren Freunden ermöglicht es, gemeinsam Interessen nachzugehen und auch voneinander zu lernen. Die Beziehung zu unserem Arbeitgeber ermöglicht es uns, eine finanzielle Absicherung zu schaffen. Eine Liebespartnerschaft ermöglicht uns, unser Leben mit einer anderen Person zu teilen und sich gegenseitig zu unterstützen. Der Zweck einer Beziehung sollte allerdings nie missbraucht werden. Generell gilt also dazu eine Art Merksatz. Der Zweck einer Beziehung ist es, allen Teilnehmern der Beziehung deutlich zu machen, was sie verstehen müssen, um mehr aus sich selbst zu werden. Bei einer Beziehung geht es also um gegenseitige Selbstverwirklichung. Ganz wichtig sind dafür synergetische Beziehungen. Um solche einzugehen, ist bedingungslose Liebe erforderlich.
Wahre Liebe ist nicht nur für Partnerschaften wichtig, sondern für jegliche Art von Beziehung, sei es zu den Eltern, Freunden oder dem Chef. Oft wird wahre Liebe jedoch blockiert, was dazu führt, dass nur Beziehungen entstehen können, die von Abhängigkeit gezeichnet sind. Hierbei versucht der eine Beziehungsteilnehmer, sich durch den anderen zu ergänzen. Diese Menschen sind auch der Meinung, ohne den anderen unvollständig zu sein. Was sich zwar logisch anhört und in unserer Gesellschaft oft aber auch so gelebt wird, hat aber nichts im Entferntesten mit wahrer Liebe zu tun. Eine solche Beziehung wird früher oder später in die Brüche gehen, sobald sich das Abhängigkeitsverhältnis in irgendeiner Art und Weise ändert. Abhängige Beziehungen können Gift für die benachbarten Chakren sein, da darunter oft das Selbstvertrauen sinkt, der Wille abnimmt oder man von negativen Gefühlen bedrückt wird. Eine gesunde Beziehung soll aber genau das Gegenteil bewirken. So kannst du dein Herzchakra öffnen. Wenn du deine Beziehungen verbessern möchtest, dann ist es wichtig, dass du lernst, eine gute Beziehung zu dir selbst zu führen. Bevor du also daran arbeitest, die Beziehungen zu deinen Mitmenschen zu verbessern, schließt du zunächst eine innige Beziehung zu dir selbst. Höre dir selbst zu, schenke dir dein Mitgefühl. Beginne dich selbst zu lieben und schenke dir Unterstützung, Hingabe und Wertschätzung. Wenn du eine starke, unabhängige Beziehung zu dir selbst aufgebaut hast, wirst du das auch nach außen widerspiegeln. Dann werden dich deine Mitmenschen beginnen zu lieben, zu unterstützen und wertzuschätzen. Wenn du mehr zum Herzchakra erfahren möchtest, dann hol dir unbedingt mein neues Buch, Das Chakra-Geheimnis. Es ist ab sofort überall im Buchhandel erhältlich oder auch online bestellbar. Ansonsten habe ich hier noch einen Selbsttest, durch den du dich hier klicken kannst, und dort kannst du ja herausfinden, welches Chakra bei dir blockiert ist oder was dein starkes Chakra ist. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, in dem wir unser Bewusstsein weiter entfalten und unserem Higher Mind einen Schritt näher kommen. Ciao!